Ding! Wahnsinn! 2. Juli 2014, knapp 6 Monate nach ihrer Geburt, haben unsere Bielefelder Kennhühner heute ihr allererstes Ei gelegt. Welche unserer 4 Hennen es war, keine Ahnung, steht ja kein Name drauf. Es lag auch leider überhaupt gar nicht in dem eigens von mir so liebevoll gebauten Eiablageteil unseres Hauses. Es lag einfach nur irgendwo verstreut im Unterholz, irgendwo im Gehege. Ist vielleicht noch ein bisschen klein. Sie könnten größer werden und eigentlich sollten sie noch so braune Punkte haben, aber egal, es ist so schön. Dass es eventuell bald losgeht, haben wir irgendwie geahnt. Es gab da so ein paar Anzeichen. Also zum einen haben die Hühner einen sehr, sehr roten Kamm und sehr rote Lappen bekommen. Und dann haben sie angefangen, Kuhlen zu scharren. Viele Kuhlen, so wie diese hier. Die ja irgendwie schon so aussehen, als würde man da gern ein Ei reinlegen. Am Ende lag das Ei zwar nicht in so einer Kuhle, aber immerhin. Und sie haben sich anders verhalten. Immer wenn man sie bisher angefasst hat, dann haben sie stillgehalten oder sind weggelaufen. Jetzt ist es so gewesen, die vergangenen Tage, wenn man ihnen von hinten auf den Rücken gefasst hat, dann haben sie sich hingehockt, geduckt. So als würden sie den Hahnentritt über sich ergehen lassen. Also als würde der Hahn sie gerade treten wollen. Also offensichtlich sind sie geschlechtsreif geworden. Zumindest würde ich als Laie das so deuten. Wahnsinn. Unser allererstes Ei. Weil die Damen ja offensichtlich meinen extra für sie gebauten Brut- bzw. Eiablagekasten nicht mögen, habe ich mir was anderes einfallen lassen. Hier ein kleines Nest für draußen. Hoffentlich animiert es die Hühner künftig, ihre Eier da reinzulegen. Unser erstes Ei. Ja! Danke, liebe Hühner. Danke. Und jetzt jeden Tag eins davon.